Haus jetzt. Ich meine, ich mach mein Zimmer dort. Ich mach hier mein Zimmer. Ja, ich mach meines unter dieser Kampfgrube. Ach so, ja, kannst machen. Also, ich buddel noch ein bisschen tiefer. Ich weiß noch nicht so ganz, wo ich das baue. Tore, man macht Plattformen drüber. Hier kommt ein Gang hin und dann können wir... Ich baue mich rechts und du baust links, wenn du willst. Und Bambi wohnt in der Mülltonne. Da haben keine Mülltonne. Hey, es gab bei der Sesamstraße auch einen, der eine Mülltonne gewohnt hat und der war beliebt. Ich hab in ihm immer eine Inspiration gesehen. So, jetzt soll mir keiner sagen, dass ich niemanden warne. Ich hab dort ein Schild hingestellt! Und weiter? Für den A-Blatt-Platz. Sie sind gefährlich. Oh, Bambi, bau doch bitte Holzklappen. Oder warte mal, wie heißt das da? Holzkappe. Oh. Klappe. Tatsächlich, das heißt Holzklappe. Klappe, Tore. Hey, gratis Holz. So, Problem gelöst. Es ist Holz im Haus. Bambi, ich hab gesagt, Momentum. Awkward moment. Auch noch gratis. Hey, schau. Unser Haus sieht aus wie ein Penis. Ja, das sieht eher aus wie ein Tee. Schleichwerbung im Let's Play von mir. Für Toraxo, da steht's für Tee. Nein, Tora. Nein, Peter. Meinte mal, wo ist der Amboss? Snickers und weiter geht's. Snickers. Wer hat den Amboss? Wer hat den Amboss, Leute? Wer hat ihn jetzt abgebaut? Warte mal, ich hab ihn ja. Dann stell ihn hin. Ich hab ihn extra gebaut, damit wir ihn bauen können. So, jetzt. Mann! Warum ist das so langsam? 7 Copperbars, damit man was macht. Warum ist die Tabelle so langsam? Ist das schon immer so? Nö. Das ist normal. 8 Damage. Machen wir mal so. Achtung, ich hab eine Mütze. Schieß dich damit nicht in meine Richtung! Ich find's ziemlich mies, dass man eine Minute warten muss auf den Heiltrank. Finde ich auch doof. Ich meine, bei MMOs wartet man auch nur ein paar Sekunden. Haben wir die Tür zugemacht? Scheiß drauf, ist doch nur eine Tür. Moment mal, habe ich das Bügeleisen abgestellt? Verdammt, hab ich den auch mal. Jetzt explodiert hier alles. Oh! Verdammt, hab ich den Vibrator ausgestellt? So wie wir dich kennen, Tore, den schaltest du nie aus. War ein Witz. Was ist mit deinem Vibrator los? Er ist am Arsch. I see what you did there. Wartet auf mich, ich bin nicht so schnell wie ihr. Andreas von Frauentausch, letzte Worte, bevor die Welt untergeht. Halt, stopp, es bleibt alles so, wie es ist. Das ist mein Haushalt. Stimmt. Das sind letzten Worte. Es ist ein Obst. Es ist Obst im Haus. Es ist ein Junge. Nein, ich glaube nicht, dass er das gesagt hat. Oh mein Gott! Wir sind im feindlichen Gebiet. Meine Körpertemperatur sinkt immer. Hilfe! Wir müssen uns mit unserer Körpertemperatur wärmen. Nein. Du bist eine laufende Fackel. Ist mir scheißegal. Mein Gott, sie teleportieren sich schon wieder. Ja, ich habe genau. Boah, wie feige die sind. Spring hoch. Bau mal ein Haus aus Stahl. Ich habe keine gute Idee. Was? In der Nacht hinauszugehen. Ich habe keine Rüstung im Gegensatz zu euch. Ich habe auch keine Rüstung. Ich habe einen Helm. Das ist, glaube ich, bessere Ausrüstung. Hilfe! Ja. Nein! Mami! Hilfe! Ich bin ganz allein. Ich fühle mich so allein. Zurückgelassen. Hilfe! Auf Deutsch, aber trotzdem kommen dort englische Aussagen. Das ist ja mal schön. Naja.
Ja, zieht euch jetzt. Los. Ich will bauen. Na! Was? Der springt mich an. Ach, der will nur spielen. Er baut so Bescheid hier hoch. Wer? Hier, mit Holz baut sich jemand hoch. Und jetzt komme ich nicht nach auf normale Weise hoch. Also ich komme da auf normale Weise hoch. Du brauchst nur zuzusehen, wie es geht. Ach man, das Zombie kommt zurück. Da. Und. Ich habe was ganz Großes jetzt vor. Da, du konntest mich nicht abschütteln. Vampicolo. Lass mir doch in Ruhe, 2D. Eine Frage. Wir müssen uns ein Texture Pack besorgen, dass die Grabsteine aussehen wie Eier. Dann immer wenn du stirbst, dann hinterlässt du ein Ei. Ey, gibt es Texturen für Terraria? Ja, es gibt genügend Texture Packs für Terraria. Hast du eins? Ich muss nicht mal. Nö, ja, bei meinem Computer. Ich finde das normale ganz schön gut. Das reicht doch total. Zum Beispiel für diese Minecraft-Verrückten gibt's ein Minecraft-Text. Wieso ist dieser Slime plötzlich hinter mir? Ah, wie lange lädt das noch hoch, Tore? Das ist ein Pain in die Ass gerade. Da guck ich gerade mal. Es ist schon lange fertig. Wieso laggt's dann noch immer so? Weil schon immer so war. Ende. Okay, da sag ich nicht nein. Da hat recht. Oh, das, auf das habe ich gewartet. Wir müssen mal wieder ein Let's Battle machen. Erst wenn wir wieder einen gemieteten Server haben. Ach, wer kauft ihn diesmal? Hallo? Ansonsten bekomme ich da. Wer kauft ihn diesmal? Du sprichst dezent abgehackt. Ich? Ja, du. Ich höre teilweise nur ziemlich abgehackte Sätze. Okay. Naja, scheiß drauf. Nix das Scheiß drauf, Bambicolo. Ja, das hast du gehört, ne? Also. Ricola. Ach komm schon, ich will keine Krüge, ich will Kisten. Kisten. Ich komm mit euch. Wo seid ihr? Seid ihr im Untergrund? Ich ja. Nö. Na, wieso zur Hölle gehst du bei mir in die Höhle und nicht bei Bambi? Ernsthaft? Wir sagten, dass was ich in die zur Hölle habe ich angestellt, damit ich das verdient habe? Wir hatten gesagt, dass ich in die Höhle gehe. Das sieht man am Abstand. Ich will doch gar nicht in die Höhle. Wieso verringert sich dann der Abstand immer weiter? Eisenhaut, was habe ich gefunden? Scheiße! Ah! Stirb, Bambi. Nein! Doch. Hä? Was soll ich denn erhalten? Ach, ich scheiß drauf. Hau ab, du Slime! Lässt sich den Kopf wegreißen. Zu geil. Genau deshalb ist Terraria auf Deutsch so bösartig zu lesen. Es tut einfach weh. Ja, finde ich auch. Als ich bei den NPCs nachgeschaut habe, was war dort? Das Letzte, was ich denke, haben sie Yoda als Übersetzer genommen? Wieso? Die klang wirklich so, als würdest du Google-Übersetzer oder Yodas übersetzen lassen. Yoda? Ja, Yoda, dieser kleine grüne Gnom. Versteh mich, tun doch. Halbsätze. Er konnte noch nie sprechen. Yoda kann sprechen, er hat etwas. Er hat ein Durchfallproblem. Hey, alte Menschen brauchen Pflaumensaft, damit ihre Verdauung in Gang bleibt. Ey, hilft das? Also mach dich nicht über alte Menschen lustig. Alte Menschen sind weise.
Eigentlich nicht, aber sie können dich mit ihrem Gelaber zu Tode langweilen. Ja. Hey. Oh, sei nett und hör dir zu einfach. Lol, nett sein. Hilfe! Nicht Schleim! Ja, der Plan verläuft gut. Die Schleims sind eigentlich nur in der Nacht aggressiv und in der Höhle, ne? Die sind immer aggressiv. Nee, die springen bei mir mal vorbei am Tag. Wenn du sie nicht angreifst, dann greifen sie auch normalerweise nicht an. Also mich, die gehen immer auf mich los. Dich mögen sie ja nicht. Ich bin mal wieder der Arsch. Ihr könnt mich mal alle. Jo, du. Jo, dude. Na, ich will Luft haben. Ja. Ich freue mich jetzt schon wieder, weil wenn wieder ein Kommentar kommt von wegen Bambi, wäre scheiße. Ich wenn du das siehst, wir haben uns alle einen abgelacht. Ja, genau. Nein, aber eins müsst ihr zugeben, das war eine sehr konstruktive Kritik. Ja, oder hier. Sehr konstruktiv und äußerst professionell formuliert. Oder hier, ohne Thoraxo finde ich Minecraft so ein bisschen, naja. So, wenn der Typ, der das geschrieben hat, so sieht, ich bin auch noch da, Bitch. Du hast dir einen mächtigen Feind geschaffen. Aber ich will nicht darauf böse. Du nicht. Moment! Bambi, du hast ja auch gerade einen mächtigen Feind geschaffen. Wow! Nette Welt. Richtig schönes Gebirge wieder. Kann es sein, dass wir irgendwie getrennte Wege gehen? Wie jetzt? Wir sind alle in 600er. Also Fuß. Ja, stimmt. Ja, kann sein. Jeder geht in die nächstbeste Höhle rein und macht dort, was er will. Nee, ich bin geradeaus weitergegangen. Ui. Habe ich Silber gefunden? Ja, ich glaube, ich habe Silber gefunden. Ich habe Saphir gefunden. Ich habe schon so viel gefunden. Ich habe mehr gefunden als du. Ich habe so viel gefunden, ich kann auf Rente gehen. Ich habe so viel gefunden. Ich bin gerade bei Four Demonite Blöcken. Und ich kann sie nicht abbauen. Und dieses Gefühl ist scheiße.